Nicht tot, Transgender Big Brother Star Rebecca lebt. Dieser geschmacklose Scherz geht nach hinten los. Medien auf der ganzen Welt bestätigten heute den Tod der britischen Big Brother Kandidatin, nachdem ein Text auf ihrem Twitter-Kanal erschienen war, der ihr viel zu frühes Ableben verkündet hatte. Jetzt meldet sich die Transgender-Schauspielerin in einem Video zu Wort, sie ist nicht tot. Hallo Leute, ich möchte euch ganz nett bitten, nicht mehr zu verbreiten, dass ich gestorben bin, denn offensichtlich bin ich es nicht, verkündet die Blondine, während sie in einem Bademantel vor einer Kamera sitzt. Ich bin heute durch die Hölle gegangen, weil jemand meinen Twitter-Account gehackt hat. Diese Person kann nicht akzeptieren, dass ich glücklich bin und dass ich meine Probleme überwunden habe. Ich mache Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich bin nicht tot. Im zugehörigen Text der Sozialmedia-Nachricht kündigt das TV-Gesicht, das als Rodrigo Lopez geboren wurde, an, seinen Anwalt eingeschaltet zu haben. Den schockierenden Post löschte Rebecca bereits, in dem geschrieben stand, es tut uns leid, jeden über die traurige Tatsache zu informieren, dass unsere Wundervolle in der Nacht zum Mittwoch unerwartet verstorben ist. Wir bitten darum, dass die Privatsphäre der Familie momentan respektiert wird. Glaubt ihr, dass es nur ein schlechter Scherz war oder dass die Person, von der spricht, ihr wirklich schaden wollte?